Jo. Deine Kassette Eispicker ist zur Kryoschere geworden. Okay. Kryoscheren sind oft mit zwei vollständig aus Eis bestehenden Klingen zu sehen, die sie für Angriffe einsetzen. Ach, das ist ein Vogel, ich dachte, der fährt Ski. Bei der am häufigsten vorkommenden Methode nutzen sie die Klingen wie die beiden Hälften einer riesigen Schere. Ich glaube, es ist ein cooles Monster. Ah, gut. Bob. Naja. Wie war das? Wo kann ich mich hinbeamen? Hier nicht, ne? Nur zu sowas, genau. Das heißt, wir müssen jetzt noch irgend so einen Stopp finden, damit wir direkt hierhin wieder können und nicht den weiten, weiten Weg nochmal laufen müssen. Hier ist schon wieder sowas. Ah, hier, guck mal. Durchgang geöffnet. Hier nicht. Tja, wie es hier aufgeht, weiß man nicht. Ah, so, hier. Alles richtig gemacht. Na gut, jetzt kommen wir doch ganz schön im Westen langsam. Eistarnung. Ach, damit kommt ein Benutzer automatisch, den bekommt er automatisch einen Eistyp am Anfang. Wie ist diese Kirche hierher gekommen? Jo. Noch ein Rätsel. Hab ich mir gedacht. Jetzt eins der einfacheren Rätsel. Eiswall, ja gut. Können wir natürlich auch irgendwie. Komm ich da rüber? Ja. Bringt mir das was? Komm, wir kämpfen erstmal. Bist du hier, um den Gerüchten über die Mini-Dominotte nachzugehen? Alles deutet auf diesen Ort hin, aber bisher habe ich nur normal große Dominotten gesehen. Vielleicht hat das was mit dem Zug zu tun, der gerade eben unter der Erde vorbeigefahren ist. Okay. Irgendwas ist mit dem Schalter hier. Und ein Zug, der hier drunter vorbeigefahren ist. So, dem haben wir erstmal einen Schädel ein. Ein Elf los. Blütenmaul. Habe ich noch nicht. Warum sind die erstmal direkt verbrannt eigentlich alle? Was ist denn da los? Habe ich irgendeine Fähigkeit, die das macht? Okay, wollen wir den schon mal aufnehmen? Denn durch die Pusteblume kriegt er vielleicht jetzt gleich ein bisschen was ab. Ah, zu wenig. Viel zu wenig. Wie jetzt? Moment, so haben wir nicht gewettet. Sorry. Na, wird nix. Ah, jetzt beim zweiten Mal wird's was. Ich habe leider keine Pusteblume mehr. Aber das sollte trotzdem möglich sein. Komm mal. Bevor wir nämlich gleich kaputt machen. Ach stimmt, das passiert ja auch noch. Er verteidigt sich, ne? Soll er machen. Warum gehen die denn auf Kaeli? Wissen die, dass ich mit ihr aufnehme? Die kleinen Bösewichte.
Okay, dann machen wir es jetzt andersrum. Dann nehme ich jetzt mit Gargamelos auf quasi, also, ne? Auf sein ganzes Team und zerstört Welle. Jawohl, Leute, damit war ich. Alle kaputt. Wie die bessere Apothekenumschau. Yes! Wächterlöwen. Hätte ich wahrscheinlich auch. Ist was Remasteredes, denke ich mal. Wächterlöwen, die in eine lange Winterstarre fallen, werden angeblich beim ersten Erblühen der Natur im Frühling zu eleganten Blütenmäulern. Ähnlich einem Drachen, der Feuer spuckt, können sie Wolken aus Pollen ausstoßen. Ah, hat kein Feuer. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet. Aber ja, das ist schon was remastered. Das sieht man auch links oben daran, dass er ja 10 Punkte hat. Na gut, egal. Muss ich es nicht mehr remastern. Was ist denn das? So. Hier aktivieren wir das. Das ist dann in Zukunft mein Shortcut. Oh, hoffe ich jetzt. Ja, klappt. Wäre jetzt bitter gewesen, wenn nicht. Moin. Klebriges Spray. Wo bin ich denn hier? Jetzt bin ich im Sumpfgebiet. Lass mich in Ruhe. Oh, nee. Was für ein Manöver. Krass. Krasses Vieh. Okay, ich würde jetzt sehr gerne mal wieder einen Schnellreisepunkt finden. Da ist ein Büro. Da ist eine Fusion. Was sagten ihr beiden zu dem Thema? Das perfekte menschliche Wesen vereint alle menschlichen Wesen in sich. Es ist ein Kollektiv. Sokrates, okay. Wir alle gemeinsam ergeben Perfektion. Yeah. Platon, ich halte dich auch dazu an, am großen Kampf teilzunehmen, dem Kampf des Lebens, der größer ist als jeder irdische Konflikt. Komm, machen wir. Aber erstmal kämpfen wir hier. Ach, der ist hier dieses Galagor. Das macht ihn wütend. Wütend ist gut. Und du mit deiner Luft. Wind ist natürlich schlecht. Dann wechseln wir mal auf Plasmarilla, um seinen Stahltypen da ein bisschen zu kaputten. Was? Moment. Wieso fusionieren die denn jetzt? Was soll denn das hier? Miasrilla. Okay. Sieht irgendwie wild aus. Wild. Wild. Sieht wild aus. Das ist natürlich durch die deren Funktion, Fusion ist mein Multiziel jetzt auch ein bisschen Quatsch. So, Donnerexplosion. Nee, Batterie wollte ich. Batterie. Was macht denn das hier? Okay, krass. Können wir auch gleich überlegen. Können wir erstmal verpassen, ihm hier noch kritischen Schaden. Ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Ja. Na, hallo. Naja.
Aber den gibt es jetzt auch nicht mehr. Fusionskraft. Fernkampfangriff. Einfach kaputt machen das Vieh. Infektiöses Stacheln. Ich kann keine Pusteblume mehr machen. Schade. Ich hätte jetzt gerne noch vernichtet. Meteoritenschauer. Trifft mehrmals jedes Mitglied eines Teams. Oh, du schneid. 20 pro Angriff, mindestens 2 Angriffe. Danke, ich dachte, ich könnte dich besiegen, aber nun bin ich wahrhaft weise, da ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir sind Philosophen, Sokrates, keine Kämpfer. Kaum ein menschliches Wesen ist fähig, 2 Berufen oder Künsten richtig nachzugehen. Was ist denn da oben links? Kommt man da irgendwie hin? Da war ich doch gerade schon, ne? Da oben. Ja, hier. Pass auf. Aber generell ist hier alles noch so ein bisschen... Na, ich könnte jetzt mal hier durch. So viel dazu, ja, das habe ich mir gedacht. Ich dachte jetzt, ein Lilyblatt, eine Schurkenfusion. Ich habe gerade eine Fusion hinter mir. Mist. Das kriege ich nicht hin. Oh, wie gemein. Wie bitterböse gemein. Wechseln wir hier mal auf Blitz, würde ich sagen. Und du wechselst mal auf Pflanze. So könnten wir das noch retten. Ja, oder halt auch nicht, weil da eine Fusion ist. Eine fucking Fusion. Das war jetzt schon deprimierend. Nee. Sprint. Nee, auch nicht. Das könnte gut sein. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Bitte lass mich überleben. Nach Angriffen, dass nach Angriffen des Wassertyps zurückbleibende Wasser wird von Zielen des Eistyps sofort gefroren und führt zu zusätzlicher Masse. Ah, gut. Aua. Wenn Wassertypen von Angriffen des Eistyps getroffen werden, frieren sie auf der Stelle ein. Zurückgeschreckt, immerhin. Das könnte uns jetzt helfen. Schön verbrennen. Ah, ich hätte ihn zurückschrecken lassen müssen, ne? Aber es geht jetzt gar nicht mehr. Vorhin kam da, dass er zurückschreckt. Das kommt jetzt nicht mehr. Ich fürchte, dass ich jetzt ein Problem bekomme. Ah, so können wir es vielleicht. Wer macht ein Ärzteblatt? Nee. Ärzteblatt, so ein Mist. Ihn weiter einfach Sachen um die Ohren. Verbrannt ist er schon. Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Durch den Wall. Könnte klappen.
Aber dann müssen wir ja das... Das aufgesparte... also müssen wir das aufgeteilte Monster immer noch... schaffen. Oh. Diesmal hat er es nicht bei beiden gemacht. Okay. Jetzt könnt ihr wieder zurückschrecken. Ach so, weil ich jetzt Eis auf Wasser schicke. Deswegen. Okay, und dann versengen wir ihn nochmal. Okay. Das ist der Preis dafür, dass er dann zu Eis wird. An den Preis bezahle ich. Schneeschlag. Du kriegst nochmal Prügel ab. Bam. 12 verringert. Mach mal erst Blatt, ja, mach wie du willst. Dafür ist er auch befeuert. Wir machen mal noch Versengen, in der Hoffnung, dass der das Feuer dann auch auf die Aufteilung mitnimmt. Nein, macht er nicht. Immerhin. Immerhin das. Na gut. Jetzt ein Wassermonster, was brennt. Das Rüschblatt hat alles abbekommen. Der Lilligator nicht. Aber der große... Oh, mein Plasmarilla ist tot. Na gut. Dann ihn hier kaputt machen. Ja, und hier? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht sprühen? Oh, ein Feuervieh gleichzeitig wäre natürlich perfekt gewesen jetzt. Fällt mir gerade auf. Weil das ja immer wieder zurückschmelzen kann und ich mache die dann immer wieder zu Eis. Oh, fuck, macht er mich tot. Ich bin echt komplett K.O. Wieso ist denn der auch so stark? Oh, fuck. Okay. Weg mit ihm. Fliehen wir vielleicht? In Anbetracht der Tatsache, dass ich gerade K.O. bin, ist das vielleicht eine gute Idee. Wir hatten sie fast. Und wenn er sich jetzt immer heilt. Immerhin fusioniertes Material. Ja. Immerhin haben wir die Fusion kaputt gehauen. Und ich lebe jetzt auch wieder ein bisschen. Und die Feuers sind... am Süden. Da sollte ich jetzt erstmal hin. Da. Um mir wieder ein bisschen klar zu kommen. Uiuiuiui. Oh, danke. Aber dafür war es okay. Dafür, dass es wahrscheinlich so ein ziemlich krasses Monster war. Ich hätte hier... hier muss ich irgendwie mal hochkommen. Sobald ich einmal hier oben war. Das habe ich doch schon geschafft, oder? Ja, ich war doch schon da oben. Dann gehe ich da rüber und dann kann ich da auch einen Durchgang... freischalten. Nämlich hier. Vor allem komme ich dann auch nach rechts rüber. Überhaupt.
Ja, moin. Schöne Musik. Captain Buffy hat mir mit einem Kampftrainingsplan geholfen. Sieh, hier, sieh dir mal meine Waffen an. Stufe 34, wir kommen langsam echt in miese Gefilde. Das würde dir so passen. Du kriegst mal schön... Ist Blitz gegen Feuer gut? Na, Feuer gegen Feuer ist gut. Und das? Ja, macht den schön klein. Wie kann der mir so viel abziehen, obwohl ich das viel größere Monster bin? So, pass auf. Du kriegst jetzt schön einen Meteoritenschauer. Und von mir kriegst du ne. Oh, was macht denn das eigentlich? Aha. Hey! Boah! Genau. Schade, dass ich das jetzt nicht habe. Hm, das wäre Quatsch. Wir entzünden dich jetzt mal schön. Kann ich dich nicht entzünden? Mal schauen. Der hat irgendwas gemacht. Der wollte irgendwas machen. So. Reicht. Na, am Ende habe ich gar nicht so viel Schaden genommen. Aber ich... Ah ne, der hatte zwei Monster, ne? Oder? Ne, der hatte nur eins. Das weiß ich schon nicht mehr. Wer hat dich trainiert? Das muss ich wissen. Ich selber. Ne, stimmt nicht ganz. Metalltarnung. So. Jetzt haben wir doch wieder ein paar Shortcuts hier drin. Aber ich habe immer noch nicht... Ah, wartet mal, das brauchte man doch irgendwo. Oh, wo war denn das? Wo war denn das? Hier? Nee. Nee, hier kam ich auch so hoch. Kann ich mich hochbacken? Ja, tatsächlich. Aber das wiederum hätte ich nicht gebraucht, ne? Weil hier kam ich auch so hoch. Nee, das war nicht das, was ich brauchte. Das war nicht das, was ich brauchte. Boah. Musste ich hier hin? Nee. Irgendwo hatte ich doch dieses Phänomen, dass man da eine Metallplatte hinlegen könnte. Da war es, glaube ich. Komme ich jetzt da hoch? Ich glaube, ich laufe gerade einen riesen Umweg. Da ist eine Fusion. Morten Manica, oh, das ist ein anderes Monster. Ich dachte die ganze Zeit, das ist so ein Chill-Monster. Zumindest vom Anfang. Gegen Blitz ist natürlich Wind wieder schlecht. Gegen Blitz hilft Pflanze. Nicht ausweichen. Getroffen. Nicht, dass ich den jetzt kaputt mache.
Ich wollte noch aufnehmen. Nein. Was? Pass auf. Ja. Da haben wir es. So. Ist noch nicht aktiviert? Jetzt ist es aktiviert. Würde ich mal sagen. Ja. Oder? Nee, noch kann man, glaube ich, nicht hin. Ach ja, ich muss das Tier aktivieren. Nee, Moment. Hallo? Huch. Meine geschätzten Gäste, lasst euch das Essen schmecken, das ich für euch zubereitet habe. Ich werde in Kürze da sein, um euch zu begrüßen, also lauft nicht weg. Hehe, LSX. Den Kuchen mit der Aufschrift, iss mich essen? Nein. Ja. Wie Alice im Wunderland war. Aus der Flasche mit der Aufschrift, trink mich trinken? Ja. Witzig. Pff. Ist wahrscheinlich nicht ratsam, noch größer zu werden. Lustig. Ach, jetzt muss ich hier hochspringen. Mist, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Du hast Monster bei ihrer Teeparty geschüttet. Nein, ist das witzig. Kann ich den Gaumenvier fangen? So. Dann machen wir erstmal einen Klaps. Und du machst eh auch sprühen. Boom, boom, boom. Plastikwall. Das ist, glaube ich, blöd. So. Du nimmst mal ihn hier auf, würde ich vorschlagen. Wir versuchen nochmal. Oh, schlecht. Na, es wird so nix. Ich hätte halt gedacht, dass ich erstmal die Pustelbombe loskrieg. Aber dann wiederum gut, dass ich ihn jetzt aufnehme. Sonst wäre er nämlich auch tot. Schocken wir jetzt natürlich. Klar. Okay, der wird jetzt halt drauf gehen. Ich probiere es weiter. Ein Hurricane, damit auch der Wall weg ist. Nee, lass mich in Ruhe. Mach doch erst den Hurricane, bitte. Geschlagen. Na klar. So, dann machst du nochmal schön einen Giftstich rein. Und du nimmst wieder auf. Gut. Ah, na komm schon. Ja! Vampire legen Verstecke mit zahllosen gestohlenen Reichtümern und Waren an, um denjenigen aufzulauern, die sie schließlich betreten. Seit neuestem können sie auch fliegen, obwohl unklar ist, ob sie dafür ihre Flügel benutzen. Schon voll. Tschüss, Vampir. Gambit. Nach 3 Runden wird die Kassette zerstört. Okay.
Also dafür muss ich jetzt wieder klein sein, wa? Oh, wie süß, guck mal. Oh, wie süß. Ach, ist das süß.